Hallo und herzlich willkommen auf unserem O2MyService-Channel. Mein Name ist Laura und ich werde dir heute helfen, Daten von einem älteren Xiaomi oder Android-Smartphone auf ein neues Xiaomi zu transferieren. Hierfür benötigst du die App Mi Mover. Da diese auf vielen Xiaomi-Geräten bereits vorinstalliert ist, öffnest du die Einstellung und suchst Mi Mover oder auch Daten verschieben. Falls die App nicht zu finden ist, öffne einfach den Google Play Store und lade dir die App herunter. Nachdem du die Mi Mover Applikation auf deinem Xiaomi geöffnet hast, wird dich die App eventuell fragen, ob sie auf das Telefon zugreifen darf. Diesem Vorgang stimmst du mit Zulassen zu. Als nächstes wählst du auf deinem alten Smartphone Ich bin Versender aus. Auf deinem neuen Xiaomi wählst du hier Ich bin Empfänger aus. Jetzt erscheint auf dem neuen Gerät ein QR-Code, damit du auf deinem alten Handy die Mi Mover App ebenfalls installieren könntest. Dieses hast du ja im ersten Schritt erledigt. Wenn nicht, installiere die App jetzt. Demnach klickst du nun auf Installiert, starte die Übertragung. Nun wirst du gebeten, dein altes Gerät mit dem Hotspot des neuen Gerätes zu verbinden. Auf dem alten Xiaomi erscheint nach wenigen Sekunden der Hotspot des neuen Xiaomis. Klicke hier auf den Gerätenamen bzw. Hotspot-Namen. Auf dem alten Gerät wirst du daraufhin gefragt, welche Daten du übertragen möchtest. Du kannst beliebig anwählen, ob du beispielsweise nur Bilder und Telefonkontakte oder auch Fotos, Videos und Apps transferieren möchtest. Nachdem du die zu übertragenden Daten angewählt hast, klicke auf Senden. Dein altes Smartphone startet nun die Übertragung auf dein neues Smartphone. Nach einigen Minuten sollte die Datenübertragung der Geräte beendet sein. Auf deinem neuen Xiaomi wird jetzt angezeigt, welche der Daten erfolgreich übertragen wurden. Es kann passieren, dass nicht alle Daten und Apps transferiert wurden. Entweder bekommst du dann direkt eine Meldung, dass beispielsweise nicht alle deine Apps übernommen werden konnten. Es kann allerdings auch sein, dass dein neues Gerät dieses gar nicht anzeigt. Es macht also durchaus Sinn, sich die Zeit zu nehmen und zu prüfen, ob alle gewünschten Daten und Apps auf dem neuen Gerät sind und gegebenenfalls eine Datenübertragung nochmals zu starten oder die Daten und Apps manuell zu transferieren bzw. zu installieren. Und so schnell überträgst du deine Daten auf dein neues Xiaomi. Hat die Datenübertragung reibungslos bei deinen Geräten funktioniert? Lass uns gerne einen Kommentar mit deinen Erfahrungen da. Bis zum nächsten Mal, deine Laura.